Ja, war natürlich so, dass es ein paar Paarungen da zusammengespült hat. Man hat dann vielleicht auch die guten zusammengesetzt, aber bleibt einer über, fällt aus und damit ist dann vielleicht auch die beste Slalom-Dame auch nicht mehr mit dabei. In dem Fall war es schon die Einser-Garnitur mit Lüdersen und Möller hier, aber Fehler gesehen, keine Chance mehr. 10 Damen noch oben am Start. Die Streuung liegt derzeit bei 2,05. Jetzt kommt Giuliana Valeriani. 2,05 hinter der Bestzeit von Chiara Di Camillo. Da hinter von Lara Colturi für Albanien. Chiara Di Camillo, bis leider mal 11. Platz. Dann war sie mal als sozusagen Exotin einmal bei der Weltmeisterschaft dabei. Aber unter ferner Liefen weiß man nicht genau eigentlich, oder? Weiß man jetzt nicht genau, weil ich denke schon, also es wird natürlich schwierig, da mit der Lara ihre Leistung mitzuhalten, sagen wir so. Ja. Zumindest bekommt man ein bisschen Polster mit. Das ist der Polster ist das Gute, ja, das stimmt. Ja, da dürfte echt der Eisplatten drinnen sein oder ein rutschiger Teil zumindest. Aber sie kämpft gut durch. Sie probiert sich immer wieder in die Mittellage, also zurück zum Kämpfen. Boah, schwierig, ja. Aber zu viel ist gut. Das sind genau die Tore, eben in der Kurve, die einfach außen dran mehr, um die Spur mehr wie die davor. Und ja, wenn die nötige Richtung nicht los, dann drückt sie so grausig her nach dem Tor und nachher, so wie sie, dann kämpfst du auf und kämpfst ins Grutsch da raus. Und was ich jetzt schon mal besonders toll finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, hat dann auch ein bisschen das Resultat in den vielen Ausfällen gehabt bei den Super-Gs, aber man hat das Gefühl, dass hier wirklich jeder am Limit riskiert, dass hier nicht taktiert wird und mal schauen, was geht. Und hier Slalom eigentlich das gleiche Programm. Genau, ja. Annette Belfrond aus Italien. Italien 1, Vittoria Capellini hat da vorgelegt. Da schauen wir uns das an. Sie ist da wieder ohne Fehler drüber gefahren. Ah, nein, da, ja. So, jetzt schauen wir uns das bei ihr und die Tore, die ein bisschen mehr als der richtige. Hat sie wieder gut gemeistert. Ah, ja. Das sind direkt die 3-4 Tore vor der Vertikale da. Na, geht sich knapp nicht aus. 600 zurück. Die Italienerinnen. Ich bin gespannt schon auf die nächsten. Das ist dann Slowakei 1 mit Karolina Frakowiak. Die hat zumindest heuer schon ganz aktuell 2 zweite Plätze bei FIS-Slaloms aufzuweisen. Und das sind ja meist große Starterfelder auch. Schon, ja. Ja, jetzt kommt immer drauf an, wo und wann vor allem, wo Zeit ist, was der vom Europacup und Weltcup da so kommen. Aber kurzes Break und da kann man schon zum Look hinunterschalten zu einem ersten Interview. Und zu Nathalie Falch und Magdalena Ranalter. Im Moment noch auf Medaillenkurs. Nathalie, wie fühlt sich diese Weltpremiere an, dieser Teamkombination? Es ist voll cool und ich finde es eigentlich voll cool, dass ich nicht an den Speed fahren muss, sondern dass ich eine Partnerin habe. Und nachher kann ich mich auf meine eigene Disziplin konzentrieren und die Speederin kann sich auch auf ihre eigene Disziplin konzentrieren. Genau, war das jetzt entspannter beim Zuschauen als sonst, wenn man seine Arbeit erledigt hat? Ja, schon ein bisschen, aber ich war schon auch ein bisschen nervös und fest mit der Nati mitgefiebert, aber sie hat das mit Bravour gemeistert. Einige stehen noch oben. Ihr liegt im Moment auf Platz Nummer 3. Was glaubt ihr, geht sich da heute aus? Mei, ich glaube, es kommen noch total viele und die haben auch echt einen großen Vorsprung gegeben, weil leider mein Super-G nicht so gut war. Aber ja, die Nati hat das gut gemacht und nachher passt es schon. Vielen Dank euch. Danke. Also lachende Gesichter, das ist ja schon mal was, oder? Das ist so. Ey, die Nati, da hat sie jetzt aus der Seele gesprochen. Es passt ja gut, dass sie in Super-G nicht fahren muss. Obwohl sie nicht schlecht war, aber sie tut es nicht so gerne. Okay, ja, muss man verstehen. Ja, leider, Viktoria Bürgler, Lea Lipburger sind da ausgeschieden mit ihren Partnerinnen. Darum keine Valentina Furtscheller. Und Valentina Ringswander, die eigentlich unsere Beste gewesen wäre, die war eben nur, die war für den Slalom gesetzt im Team mit der Lipburger. Ja, ist schade, ja. Sehr und damit, kann sie da jetzt nicht starten. So, Karolina Frakowiak
geil. 2004. Man merkt sofort, wenn sie zögert am Schwungansatz, dann du musst auf dem Schnee und auf dem Hang, da musst du so brachial draufsteigen und wissen, was du tust, du musst da sicher sein. Und man merkt, wenn sie bei ein paar Tore so zögert am Ansatz, da rattert sie dann nur mehr so oben und nachher verlierst natürlich auch gleich mal die Zeit machen. Alles dahin, 1,19, dann wird sie auch Österreich nicht verdrängen können. Da wird sie jetzt ein wenig zurückgereicht werden, mit einer Zeit von 1,46,1. Man muss aber echt sagen, der Lauf ist eigentlich, also bis auf die Vordervertikale, da die paar offenen Tore, die ein bisschen mehr aus der Richtung gingen, der Lauf wirklich rhythmisch und schaut sehr angenehm zu fahren. Ist wahrscheinlich auch okay, weil der Untergrund hat man vielleicht erwarten können, dass die eine oder andere Stelle, weil schon ziemlich viel Betrieb war hier auf der Karl-Schranz-Strecke, vielleicht doch ein bisschen gar hart bis eisig werden könnte. So, und ich würde meinen, Nella, ab jetzt geht's um die Medaillen, ab jetzt der Rückstand unter 1,5 Sekunden. Ja. Absolut, ja. Laila Illig aus Deutschland, 1,23 Vorsprung. Das ist also schon die siebplatzierte Paarung. Ja, wenn da jetzt ein richtiger guter Slalom einer auskommt, dann ist da absolut die Medaille schon möglich. Also diese sieben Damen da, war kein Einfädler, sondern nur so ein kleiner Verschneider. Ja. Wieder bei dem Tor schießen wir dazu, ja, wo schon zwei vorbei. Ja, noch hat sie einen knappen Vorsprung. Und das hat sie jetzt gut gemacht, ein bisschen mehr Richtung gehabt. Ja, noch wirklich für 8 Sekunden gefahren, also schauen wir. Und Laila Illig, 9/400 zurück. Die Schweiz bleibt vorne. Sie hat sehr schon einige Plätze gut gemacht. Ne? Ja, die Schweizerinnen waren da an der 12. Stelle. Ja. So. Halbes Dutzend noch. Jetzt kommt zuerst Eva Sunshine, jetzt, USA 1. Ja, das ist meiner Meinung nach, sind die zwei, also die Kombi aus Lauren Machuga und Eva, ein ziemlich heißer Tipp, sage ich mal, weil die Eva wirklich gnadenlos anbrennt, so wie ich sie kenne. 1,38 Rückstand, das ist schon möglich, sie braucht jetzt einen super Lauf. Sie braucht einen super Lauf, dann ist das auf jeden Fall rein. Aber das ist hier zu machen. Kurzes Break wieder, wir schauen mal hinauf, was da passiert. Ein bisschen durchrutschen. Ja, hinten nördlich, das Gedränge so komfortabel groß ist, der Platz da nicht, oder? Partygelände. Nein, jetzt sind sie eh nicht so viel, jetzt ist es okay, aber am Start ist immer ein bisschen so eine gewisse Hektik. Aber das ja. Also, aber Sunshine, die hast du auf der Rede. Da könnte was gehen. Genau, ja. Tipps, Super-G haben ganz gut gehalten. Schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Ja gut, im Slalom lege ich mich aber nicht so fest. Okay. Ambra Pomare dann für Italien 3 an der 5. Stelle. Dann kommt noch Elina Lipp, die Vorgabe von Emma Eicher vielleicht seiner Medaille verwalten kann oder hinunterbringen kann. Dann noch Italien 2 mit Beatrice Sola. Und dann die starken Schweizerinnen. Und Janine Mechler, die Platz 2 mitbekommt da von Stefanie Grob vom Vormittag und ganz am Schluss Albanien, Lara Kulturi und Chiara Di Camillo. Die Amerikanerinnen mit einem Rückstand von 1,38 im Super-G, aber jetzt mit einer erstklassigen Slalomläuferin. Da ist jetzt von dem her alles möglich. Ja. Und die Eva, muss man dazu sagen, vor der Altdisziplin, wir haben die gestern in der Abfahrt gesehen, heute im Super-G genauso. Und die Weltcup-Punkte in der Saison hat sie aber im Slalom gemacht. Also, die kann wirklich alles. Und gerade Slalom ist momentan die beste Disziplin. Sie hat zweimal gepunktet in Levi. Gar nicht einmal unendlich, ja, das ist oben relativ flach, dann geht es wieder runter. Und gleich am Anfang der Saison, also das war echt ziemlich, ziemlich cool. Ja. Für sie auch, für das Selbstvertrauen, wenn es Anfang der Saison funktioniert, ist schon mal ein Riesenbrocken weggefallen, einfach auf den Kopf, weil es viel lockerer ins Weiter reingehen kannst. Und auch Elina Lipp, eigentlich dann die Deutschland 1, die Slalomläuferin, die hat genau einen Europacup-Punkt im Slalom bisher zu Buche stehen. Okay. Das ist jetzt auch noch nicht so die ganz große
Explosion dabei gewesen im Slalom, aber... Vielleicht ist sie gut drauf. Momentan. Darum sage ich auch für die Eva, eben, wenn ihr da jetzt ein guter Lauf gelingt, wie gesagt, da ist jetzt alles möglich. Ja. Ich glaube, im Stadthaus, da steht sie schon drinnen. Da die Rutscher sind jetzt im Ziel. Also jetzt weitergehen, denke ich. Kann gut sein, dass man jetzt gesagt hat, bei 19 Läuferinnen da jeweils 6 lassen wir durchrutschen. So, Eva Sunshine für die USA. Leicht ausgebaut. Ja, jetzt merkt man richtig, man sieht richtig, wie sie nach vorne arbeitet. Also, wow. Oft hat sie die Gefahr, dass sie sich so zusammendrücken lässt, ein bisschen wird immer tiefer, tiefer. Aber es ist halt cool, weil bei ihr sieht man immer förmlich, wie sie Vieri pusht. Das finde ich immer. Ja, aber die heikle Stelle da auch, ein paar Schwierigkeiten. Mhm. Das war jetzt kein fehlerfreier Lauf, aber. Ein Wilder, der zumindest reicht hier für die vorläufige Führung, aber ob es der Traumlauf war, den sie gebraucht hätte, sie hat hier dann schlussendlich doch eine halbe Sekunde verloren. Lauren und Eva, ja. Das ist die Lauren Matuga, die in Super-G gefahren ist. Aber die wissen jetzt natürlich besser, was die Konkurrentinnen oben noch können, was da im Slalom bei den Damen drin ist. Es war jetzt von ihr absolut nicht die beste Fahrt. Also sie konnte das noch viel besser, das bin ich mir sicher. Aber ich muss ehrlich sagen... Ja, vielleicht ist es schon Medaille, wer weiß. Ja, Medaille ist schon gut möglich. Ja. Die sind einmal unten, die Amerikaner. Beatrice Solow fährt gewaltig Slalom momentan. Die ist richtig gut drauf, die ist auch Weltcup gefahren jetzt schon. Und von Italien 2, das drittplatzierte Team zur Halbzeit. Die Bea ist mein Jahrgang, die ist Stammsgang in der Schule, ja. Und eben wirklich gewaltig drauf, auch körperlich total gut beieinander. Also da erwarte ich mir schon noch ziemlich viel. Und Mechler, ja, darf man auch nicht unterschätzen. Und die anderen werden wir sehen. Ja, Janine Mechler auch, die war dabei da in Flachau beim Slalom, mich qualifiziert zu sein. Genau, aber trotzdem, ja, dass du schon mal starten kannst, das muss schon ziemlich gut sein. Ja. So, Ambra Pomare aus Italien. Das ist fast nichts, 300stel. Aber jetzt sind es 8. Herum hat sie ein bisschen mit den Händen so zum Kämpfen, aber und außer fährt sie eigentlich ganz ruhig schön. Ganz enges Match wird das mit Sunshine. Das war jetzt fein. Oh, 700stel zurück. 100stel Krimi auch hier vorläufig. Ambra Pomare. Ganz enges Match mit den Amerikanerinnen. Das Coole ist natürlich an so einem Teambewerb, man kann sich zu zweit freuen und das wertet das natürlich total was, auf. Ja. Ist schon irgendwie cool, das als Team auch mal. Das ist vor allem, ich sage so ganz ehrlich, ist auch ein Modell, wo unser Teambewerb bei den Großen oben, wo dann mitunter einer zuschauen muss, bei den Parallelbewerben, das ist so. Genau, ja. Da gab es dann auch schon bei uns in Fallberg Medaillenträger, die nicht im Einsatz nicht waren. Das ist eine sehr gefreute Geschichte. Ja, und das ist auch für den dann extrem ungut. Ja. Ich meine, müsste ja da nicht zur Siegerehrung gehen und eigentlich nicht gefahren sein. Das will man nicht. So, jetzt Elina Lipp. 13. Vorsprung. Das Anfang war ziemlich cool. Ja. Technisch brutal saubere Skifahrerin. Ja, aber nochmal ein paar Hundertstel herausgeholt. Nein, die ist schon gut drauf. Ja, das sieht richtig klasse aus. Die zieht den Schwung voll schnell von hinten. Die lässt sich da nicht stressen. Gut ausgebaut. Ich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Ah, jetzt für die paar drehenden Tore da nicht. Echt cool. Immer schön fahren mit dem Oberkörper. Das war jetzt gewaltig, ja. Oh, Achtung, letztes Tor auch geschafft und 7 Zehntel Vorsprung. Viertbeste Laufzeit hier und Elina Lipp legt hier vielleicht schon vor für eine Medaille. Deutschland 1 mit Elina Lipp und dem Super-G von Emma Eicher jetzt hier in Front. Vor den Amerikanerinnen, vor USA 1 und vor Italien 3. Drei Teams stehen noch oben.
Aber Lieb Berliner ist da jetzt echt total cool gefahren. Er hat sich überhaupt nur noch zur Ruhe bringen lassen und hat ihn richtig sauber, technisch richtig cool überzogen. Ja, da braucht die Emma Eicher vielleicht wirklich eine starke Teamkollegin, um sich hier eine erste Medaille umhängen zu können. War ja weh zu gönnen, jetzt durch die zwei Rennen. So, ja. Der hat sich gescheit und zippt halt auch wieder. Jetzt Italien 2, Beatrice Sola. Noch wird auf alle Fälle ein italienisches Team auf dem Stockerl bleiben, denn Italien 3 momentan an der dritten Stelle. Was mir bei ihren Vorstellungen immer extrem gut gefällt, das ist, wie man es lernt beim Skilehrer, der Oberkörper ist immer ruhig. Sie bewegt sich wirklich von unten aus und das ist so cool bei ihr zum Zuschauen. Das ist jetzt einmal ganz ohne Fehler bis jetzt. Ja, nicht ganz so explosiv dafür, aber das mag auch die Körperhaltung sein, oder? Genau, ja. Ja, gut, im Vergleich, die Farbe ist jetzt wirklich extrem spritzig und extrem gut gefahren. Sola und 1500stel zurück, ein zweiter Platz für Italien 2. Und damit hat Deutschland fix eine Medaille. Emma Eicher und Elina Lipp sind auf alle Fälle auf dem Podest dabei. Also momentan steht jetzt Deutschland, Italien, Amerika noch, gell? Genau. Okay, ja. Lipp, Sola, Sunshine von den Slalomläuferinnen. Ja, die zwei müssen jetzt zittern, ja. Lauren und Eva. Ja, da ist eben schon noch ordentlich Luft dazwischen. Eins und zwei eng beieinander. Auf 1500stel, aber dann Sunshine 7/10 hinter der führenden Deutschen. Wir sind bei Janine Mechler. Bei den rechts schon gehört es nicht so schön, kommt sie nicht so schön mit der Hüften. Da greift sie mit der Hand immer extrem weit um. Aber es hat auch gemein, weil es genau da eigentlich noch links runter hängt. Was bleibt über von die 600stel? Immer noch. Es sind über 3/10. Werde ich die Probe keinen Oberkörper fahren lassen, auch Ski gehen lassen. Und das ist eine Bestzeit. Janine Mechler verteidigt hier ein gutes Stück ihres kleinen Vorteils und hat damit fix auch eine Medaille. Die Schweiz auch hier ganz vorne mit dabei. So, Schweiz 1 vor Deutschland 1 und noch vor Italien 2. Und jetzt ist die Frage, was kann Chiara Di Camillo? Was kann die machen? Das bin ich jetzt auch neugierig. Ich sag, der Name ist mir auch noch nicht so bekannt. Mal schauen, wie gut das sie drauf ist im Vergleich zu unseren Slalom-Spezialisten eigentlich vor dort. Schauen, wenn ich es richtig gesehen habe, immer noch zwei beste Laufzeit von Nathalie. Echt? Sehr gut. Falk? Ja, Nathalie ist echt richtig cool überzogen. Ja. Ich freue mich schon auf den Spezialslalom für die Nathalie. Das ist vielversprechend, oder? Das, ja, absolut, das hat auf alle Fälle was. Und jetzt geht's hier um Gold. Die Schweiz ist vorne. Da wird sich der Bruder jetzt auch mitgefreien, der Reto, der steht da im Ziel, ganze Mannschaft, die zuschauen. Das ist ja der Bruder von der Janine. Die ganzen Teams sind jetzt da zuschauen. Chiara, okay, die Entscheidung ist gefallen. Ja, okay, wahrscheinlich. Die Entscheidung ist gefallen, das hat man schon nach 1,5 Toren gesehen. Aber sei es drum, sie hat hier ihren Auftritt. Die Medaillen, die sind weg. Es gibt Gold für die Schweiz, Silber für Deutschland und Bronze für Italien. Ja. Der Wille war da, sie haut sich aber. Aber ich verstehe, Slalom ist schwach. Das ist okay, ist, ja. Ist absolut okay. Albanien ist jetzt keine Fußball-, keine Ski-Großmacht. Nein, das stimmt, ja. Aber den sie haben jetzt mit Lara Kulturi eine Läuferin und genau, wenn die dann auch noch mitmacht hier für den Teambewerb, dann ist das wunderbar. Ja.
Ein paar werden es mitbekommen, ein paar, die dann auch vielleicht auch ein bisschen Skiverrücktheit entwickeln können in Albanien. Genau, unten. Nein, zählt ja absolut aus. Finde ich cool, dass es tut. Sie setzt sogar den Schlusspunkt hier. Chiara Di Camillo, 18 Jahre jung. Und damit wieder Gold für die Schweiz. Die räumen hier ab, ganz schwer ab. Die haben echt Damen wie Herren echt ein extrem gutes Team. Und eben nicht nur einen, der können kommen, sondern einige. Und das macht es aus. Das ist richtig bemerkenswert, richtig. Also Janine Mechler und Stefanie Grob hier mit dem Sieg. Amerika ist Vierter, gell? Das sind jetzt genau von die Amerikanerinnen sind genau um das hinausgefallen. Also dritte Goldmedaille schon für die Schweiz. Ganzen Families angereist. Gut, für die Schweiz ist nicht so weit, ja. Da ist man rasch da. Die haben hier ganz starke Vorstellungen abgeliefert bisher und holen hier also schon die dritte Goldmedaille nach eben Stefanie Grob in der Abfahrt nach. Na, schon mehr, oder? Medaillen. Du bist Schweizer. Stefanie Grob zweimal, oder? Nein, Gold und Silber. Achso, nur Goldene. Nur Goldene, ja. Und Livio Hilbrand im Super-G, genau. Dann hat noch Asno bei den für Slowenien eine Goldene geholt. Und natürlich hier Lara Colturi. Und der erste Teambewerb, der geht in der Teamkombination der Damen an Schweiz 1 vor Deutschland 1 und Italien 2. Das einzige österreichische Team, Österreich 3, belegt hier Rang 9. Drei Goldmedaillen am zweiten Renntag ist ziemlich gute Bilanz. Ja. Ja. Da haben wir einiges vor, die Schweizer. Aber wir haben es schon gehabt, das war schon ein sehr vielversprechender Auftritt hier von Nathalie Falch. Die hat es hier ordentlich zischen lassen. Das ist schon mal cool auch für sie, wenn wir da jetzt runtergefahren sind vor einem Spezialslalom. Und auch fürs Selbstvertrauen gut, weil sie weiß, sie kann's. So, und damit haben wir die siegreichen Schweizerinnen schon beim Look hier unten. Genau, so ist es. Janine und Stefanie Hechler und Grob, einen herzliche Gratulation. Wieder mal eine Goldmedaille. Stefanie, wir plaudern später. Janine, geht's im Moment oder brauchen Sie noch ein bisschen zum Ausschnaufen? Ich bin schon noch ein bisschen unter Atem, aber... Das ist gar gut, ja. Gar gut. Herzliche Gratulation. Danke vielmals, danke. Sie sind beide gemeinsam heute die allerersten Goldmedaillengewinner, Weltmeister in der alpinen Teamkombination. Wie fühlt sich das an? Ja, großartig. Freut euch sehr. Ist eine coole Erfahrung im Team, ein Kombi fahren. Wie war es denn jetzt zuzuschauen, wenn die andere fährt? Sehr aufregend. Und eins müssen Sie uns schon noch verraten, es ist das für die Frau Grob jetzt schon die dritte Medaille im dritten Rennen. Dann haben wir den Livio, der heute auch noch Gold geholt hat. Warum ist denn die Schweiz nicht nur im Weltcup bei den Herren im Moment so stark, sondern anscheinend auch im Juniorinnenbereich? Ja, dank Swishy, was euch so gut unterstützt. Ich habe gehört, die Unterkunft, die passt hier sehr gut. Ihr wohnt da gleich wenige Meter weg in einem sehr, sehr schönen Hotel. Das heißt, von der Förderung her, vom Verband, scheint das gut zu passen. Die schauen gut auf euch. Ja, ja. Ich denke, wir haben einen super Staff, super Trainer, mega Glück gehabt auch. Und es ist mega cool. Wir haben Freude, dass wir da sein können. Wo werden wir Sie beide denn noch sehen, in welchem Bewerb bei diesen Weltmeisterschaften? Mond. Miteinander. Ja. Morgen zusammen und ich fahre dann noch den Slalom. Das auch noch, also genau. bis zum Ende. Volles da. Programm, in St. Anton. Ja. Herzliche Gratulation zur Goldmedaille in Merci. Der Teamkombination. Dankeschön. Merci. Janine und Stefanie, Mikrofon einfach da lassen und dann genießen, denn am Abend gibt es die Siegerehrung, Flower Ceremony nach dem kann. Ja, na, funktioniert nicht. Doch, 23 Teams sind mit dabei, zwei aus Österreich, alle weiteren Details gibt es in Kürze von Thomas König und auch Nella Knaus.
Ausfallrennen, könnte man fast sagen. Die Strecke war super schwer, der Kurs war super schwer gesteckt. Also schon Bewerb Nummer 5 sozusagen, den wir hier gesehen haben. Die Schweiz derzeit ganz schwer zu bremsen und jetzt gibt's eine weitere gute Medaillenchance für Österreich. Absolut, ja. Wir haben zwei Teams jetzt am Start, oder? Gleich zwei, nämlich Kilian Bramstaller, genau, der Österreich 2 hier anführen wird. Da liegt man an der 5. Stelle nach dem Super-G und Jakob Gräber ist für Österreich 1 am Werk. Der muss diesen kleinen Vorsprung von Vincent Wieser mitbringen. Aber vor uns liegen schon wieder die Schweizer. Ja. Jetzt werden sie langsam lästig. Jetzt werden sie echt schon langsam lästiger. Die nehmen uns ein bisschen die Gaudi, die Show. Das ist wirklich zu viel des Guten. Gino Stucki zum einen und Sandro Zurbrück, der, wenn sie schon am Vormittag dabei waren, auch im Einzelrennen gefahren ist, nicht ins Ziel gekommen ist, aber er war ohnehin nur genannt, unter Anführungszeichen nur, als Partner von Livio Hilbrand vom neuen Super-G-Junioren-Weltmeister, der ähnlich so wie Kollegin Grupp eine dritte Medaille plant. Stefanie Grob mit jetzt zweimal Gold, einmal Silber bei drei Auftritten, dass die noch über das ganze Gesicht noch strahlt, ja, das kann man sich gut vorstellen. Ich glaube, ihr fehlen schon die Worte, ja. Und Livio Hilbrand hat eben Gold im Super-G, Bronze in der Abfahrt und liegt hier an der Spitze. Und das muss man sich vorstellen, das ist nur Schweiz 4. Zurbrück, weil ich habe mir das ein bisschen angeschaut, auch was sind da die Slalomläufer, was können die so? Bei Sandro Zurbrück habe ich genau gar nichts gefunden. Der fährt eigentlich nur Riesentorlauf aufwärts. Okay. Das ist auch Modell Knaus, wenn man so ja, will. Modell Knaus, das stimmt. Nur kein Recht, Slalom. Oder? Ja, bin ich neugierig. Ja. Meistens auch, wenn sie aus keine Slalomrennen fahren, trainieren sie es. Es ist sehr schwierig, es ist total zart, alles zum Fahren von dem her. Auf einer Spritzigkeit, ja, damit man ein bisschen so mal ja, genau, schnell einen Zug fahren, ein bisschen oben hat. Ist wichtig, immer zwischendurch auch ein bisschen Salon fahren, damit man nicht langsam wird in die Haxen. Genau. Aber man muss jetzt sagen, bei den Buben sind da eigentlich zwischen 1 und 7, glaube ich, 7 Zehntel. Genau. Also das ist extrem spannend, weil da hat von denen jeder. Das ist wirklich eine sehr, sehr enge Geschichte. Ab Platz 7, nämlich Finnland 1, Italien 1, Österreich 2, Norwegen 1, Österreich 1, Schweiz 1 und Schweiz 4. Die haben alle Chancen. Insgesamt 23 Teams noch dabei. Das ist Artem Soldatenko aus der Ukraine für das Team Ukraine 2. Er schafft es ja mal. Und nach ihm kommt dann gleich Ukraine 1. Also wird noch ein paar dauern, ein paar. Ich schau mal ganz kurz ab, so USA. Ab USA 3 mit. Kurz schauen, damit wir da keine Verwechslungen haben. Cooper cool. Packet, ja, ab genau, da wird es ja dann richtig knackig. Da sind dann die Teams schon im Bereich von 1,5 Sekunden Unterschied nur oder 1,5 Sekunden Rückstand auf die schwörende Schweizer Paarung. Ja, Cooper Packet ist ja im Spezial-Super-G heute gefahren. Oder beide Rennen hätte. Aber cool, dass Ukraine zwei Teams am Start hat. Ja, die haben schon gestern mit 4 Mann in der Abfahrt da sozusagen interne Meisterschaften ausgefahren. Und heute im Super-G auch wieder fleißig dran gewesen. Wohl mit hoher Nummer, aber. Der fährt wirklich nicht schlecht gerade. Also sehr stabil fährt er. Dementsprechend da einmal richtig in der Fahrt gelegt. Die Startnummer 65, das ist die Nummer vom Super-G am Vormittag
In dem Bereich von ihm, im Bereich haben sich hier die Ukrainer heruntergekämpft. 72 waren da am Start. Jetzt wieder Rumänien, Theodor Alexandru Trilea. Ja, man merkt einfach, was ein bisschen so einen Unterschied ausmacht, dass einer, der jetzt da ziemlich viel Routine hat oder im Slalom in einer guten Form ist, der fährt in die Spur rein und so wie bei ihm zum Beispiel. Er fährt oft gegen die Spuren und sieht, mein Ski so rattern. Und dann merkst du einfach, er trifft ihn nicht zu 100% teilweise. Das ist so der Bereich, wo es so ein bisschen eisig wird, oder? Was ein bisschen glatt sein kann. Es ist im Grunde der ganze Zielhang ziemlich hart. Das Gute ist, es ist jetzt nicht das rutschigste Eis, also es ist schon sehr griffig. Aber trotzdem ist es ist total schwarz zum Fahren. Also es sind keine leichten Bedingungen, auch nicht für den Slalom. Also sie sind nicht nur mit dabei. Und das albanische Engagement bei den Damen, das hat schon auf die Herren auch abgefärbt, denn die sind hier auch mit in der Entscheidung. Sind schon die Nächsten, da ist die Zeit nämlich schon zugegangen. Jetzt Danny Speer, Shepard. Er fährt ziemlich gut, ja. Schauen wir mal, wie es ihm geht. Naja, aber dem Tor, wo vorher für die Damen auch schon drei Schwierigkeiten gehabt haben und noch nicht ausgefallen ist. Genau die gleiche Stelle, aber dennoch. Aber schon, weil der war jetzt super zu uns, hat ihn jetzt ein bisschen ausgebracht. Das schaut bei ihm schon sehr knackig aus. Ja, oder? Absolut, ja. Ja, ich meine, mit dem Fehler jetzt, das war wirklich von dem her gewaltig nochmal aufgehört. Ja, da leider, ja. Leicht weggerutscht, es ist schwarz im Sorgen, ob das ein Eisplatten ist. Er schaut fast so aus. Ja. Ist oft so, dass eine Stelle einfach ein bisschen ein rutschigeres Eis hat, wie auf die anderen Schwünge. Und nachher ist das gleich mal benannt, dass dann da weggerutscht oder zumindest der Außenski weggeht. So, 3,5 Sekunden Rückstand am Vormittag für Kanada 2. Hemming Sola ist jetzt an der Reihe. Oh, der hat jetzt eingefadelt. Ich wollte gerade sagen, er hat ausgeschaut wie eingefadelt. Er ist extrem nah dabei mit dem Innenfuß immer am Anfang schon. War leider schnell vorbei. Ja, es geht. Ruckzuck. Schauen wir mal, das. Das Tor vor der Hauna, wenn wir schauen. Zweites. Da jetzt. Zack. Ja, er war eindeutig innen vorbei, ja. Liebe österreichische Fans, wir müssen noch ein bisschen gedulden, aber wir müssen auf jeden Fall nicht einschlafen. Machen wir mal eine kleine Übung. Wie feuern wir denn dann gleich unsere Österreicher? Erfreulich, heute ist schon einmal die erste Medaille für Vincent Wieser und kein Hubschrauber im Einsatz. Ah, ja, stimmt. Ja, verschreiben wir es nicht. Ja, ja. Hoffentlich. Zum Slalom. Mit größter Wahrscheinlichkeit auch nicht der Fall. Normal nicht, nein. Aber überschlagen. Hat schon ein paar, aber normal müssen wir. Philipp Lundqvist startet für Schweden 3. Er ist ein ziemlich guter Slalomfahrer, Lundqvist. Und merkt man gleich, der setzt mit einer anderen Konsequenz hin. Das merkst du gleich direkt. Sehr gut. Ja, da darf er ruhig wieder was nachkommen. Früher die Schweden eine Großmacht, ja, im Slalom gewesen mit vielen guten Läufern. Immer klar, so etc. jahrelang an der Spitze. War gewaltig. Ja. Aber gut, nochmal einen Fehler korrigiert. Das war jetzt richtig cool. Ja. Das war jetzt schon mal richtig super Fahrt. 1,33 da herausgefahren, Philipp Lundqvist. Congratulations, Philipp. Nice run. Knapp unter 3 Sekunden neben sein Team da verloren. War auf Position 18 gelegen. Der nächste Ryder Sackett, USA 3. Auch ein Techniker, also
reiner Techniker. Aber ja, das ist so dribbeln. Ja, ja, das zeigt jetzt aber sehr einen Willen, großen Willen. Dass er weil da kommt er dann auf alle Fälle mit seinem Team in die Wertung. Im ja. Weltcup gibt es keine Punkte. Stimmt, dafür, ja. Aber. Ja, er hat fürs Team da, fürs richtig. Team. Ja, ich denke auch, eben wie ich schon gesagt habe, seine Disziplinen, die kommen erst. Und es ist natürlich jeden Schwung, den du da oben fährst, Gold wert. Gell? Also ich denke, oh, jetzt lässt er sein. Ist nicht sein Tag heute. Zumindest hat er noch ein paar Schwünge machen können. Ja. Nein, aber es ist oft so, dass du eben so wie beim Teamwerb nachher wieder raufstaffelst, aber erst einfach selber gerne einmal runtergefahren warst, wenn du schon die Möglichkeit dazu hast. Ja, klar. Ja. Er hat es probiert. Und das schaut noch keinem was, wenn der 10 Sekunden absolut, länger wartet und aufdribbeln, macht überhaupt nichts. Ja, der Ukrainer hört sich wirklich gut, oder? Jetzt haben wir noch einen, bevor wir keine Unterbrechung haben. Für Kanada, Jesse Curtis-Knight. Jetzt schon bei 2,3 Sekunden nur noch hinten. Recht ein groß gewachsener Läufer ist das. Das sieht man, weil die haben dann viel mehr teilweise hochtiefe Bewegung wie die eher klein gewachsenen Läufer. Aber ja, da ist es schon besonders. Ja, mein Herz sogar, ja. Mein Herz, wie es klappert. Ja. Und das Ding ist, es wird ja auch nicht wärmer jetzt, also es wird eher schon wieder kälter. Und um das. Geht die Stelle dort nicht auf? Nein. Es wird sich nicht spielen so schnell. Kein einziger Schwung da aber nicht noch, ja. Er ist durch. Also vorne vorläufig Schweden vor Albanien und Kanada, bevor die Besten kommen. Und da haben wir noch einen diesen Ausritt hier gesehen. So, und dann freuen wir uns dann schon auf eine erste Stellungnahme und ich ziehe den Hut. Chapeau, der Herbert Mandl ist da, der Alpindirektor, obwohl in Kitzbühel vis-à-vis, das wird er sich vielleicht auch nicht entgehen lassen am Wochenende, aber hier der Besuch bei der Juniorenweltmeisterschaft wertet die Geschichte zusätzlich auf Lucky. Weil es ja auch eine Weltpremiere ist. Kitzbühel gibt es seit Jahren, aber das hier, diese Teamkombination, ist zum allerersten Mal der Fall. Deswegen ist Herbert Mandl vielleicht heute nicht in Kitzbühel, sondern hier. Herbert, wie gefällt Ihnen dieses neue Format? Ja, ich denke, es ist durchaus interessant, muss man sagen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das ins Finale geht noch. Aber durchaus spannend. Ich glaube, der Spannungsmoment ist sehr groß. Und wir stellen vor allem sicher, dass die Besten in ihrer Disziplin am Start sind. Es ist das ja heute ein erster Test, wenn der gut geht. Ich habe mit einigen aus der FIS gesprochen, die sagen, ja, wenn alles glatt läuft, könnte das ein durchaus Weltcup-Format für die Zukunft sein, vielleicht sogar Olympische Spiele und Weltmeisterschaften. Ja, genau so ist es. Es geht darum, eigentlich die alpine Kombination zu ersetzen für Olympische Spiele. Der Vorschlag ist eigentlich von den Athletinnen und Athleten gekommen, weil einfach der Spagat von Abfahrer zum Slalomfahrer einfach fast nicht mehr möglich ist, trainingsmäßig nicht, auch vom Materialtechnischen her und einfach sehr wenige beide Disziplinen noch fahren. Die Speedbewerbe sind vorbei. Kurze Bilanz aus ÖSV-Sicht. Ich sage mal, unsere Burschen haben sich da gut geschlagen. Wir haben gewusst, wir gehören nicht zu den Favoriten. Aber die gestrige Abfahrt, muss ich sagen, mit 4 unter den 10, knapp eine Medaille vorbei. Dafür hat es heute im Super-G geklappt. Also ich muss sagen, sie haben sich gut geschlagen. Und ich denke, mit diesen Burschen kann man sicher in die Zukunft blicken. Herbert Mandl, vielen Dank. So, es stehen noch 15 Teams oben. Slowakei 2, Daniel Nosek unterwegs. Er ist da jetzt bei der oberen Hornadel mal ein bisschen weit herumgeschwungen. Ja. Da ist er draußen. Slowakei 1 gab es auch, aber die haben sich schon eben im Super-G verabschiedet. Und da hat der Herbert Mandl natürlich schon recht. Das ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Wir haben hier die besten Läufer am Start. Das ist wirklich ein Argument, ja. Ja. Mhm. Weil wenn ich dann habe sozusagen den besten Allrounder, der ist der 14. Beste im Slalom und der 12. in der Abfahrt. Ja. So ganz hat es sich nie zwar zugetragen, aber
es war auch vom Spannungselement her schwierig und hier hätte man einen kurzen, knackigen Teambewerb. Hat was, also... Das Ding ist halt, dass einfach, ich das Gefühl habe, auch mit den Jahren, es wird immer schwerer, dass du alle Disziplinen trainieren könntest, wenn du jetzt nur Speed trainierst und Slalom wirklich auf dem Niveau, wie die spezielle Slalomfahrer fahren, das ist total schwer, also das ist fast nicht möglich, weil die trainieren so viel. Und gerade im Slalom hängt so viel vom Training ab, also das ist fast nicht mehr möglich, glaube ich. So, ein ungarisches Team auf weiter vorne da, das ist Balint Uri. Der fährt da bis jetzt mal sehr locker. Kurz mal weggekuscht, aber echt. Wie du gesagt hast, ein ganz ruhiger Oberkörper, gell? Mhm. Ja, und Wasser extrem locker, ja. Sehr flink. Oh, schade. Ah, verschrien, ja. Schade. Aber den darf man sich merken dann vielleicht für den Abschlussbewerb. Letzten Tag, nächsten Mittwoch. Herrenslalom bis nächsten Mittwoch gibt es ja hier die Junioren-Weltmeisterschaften. Montag der Ausflug nach Zürskut, die andere Seite des Arlbergs. Dort auf der Weltcup-Strecke im parallelen Teambewerb. So, und jetzt sind wir bei diesen ersten 13. Jetzt geht es so ein bisschen schon vielleicht um die Medaillen los, wenn einem hier ein richtiger Traumlauf rauskommt. Das ist USA 1 mit Cooper Puckett. Ja, Cooper hat eh schon im Super-G schon gefahren. Und da wäre er schon gesagt, er ist eigentlich eher in technischen Disziplinen unterwegs und fährt da bis jetzt mal richtig spritzig. Also wirklich. Und dann rutscht auch er weg. Das ist das Trügerische. Wieder bei dem Tor, ja. Es ist eine andere Situation, aber ähnlich wie im Super-G, da gibt es so diese zwei, drei kniffligen Passagen. Genau, und die haben wir auch hier im Slalom. Ja, im Schuh weggerutscht, aber das passiert so schnell, vor allem im Slalom. So, unter 1,5 Sekunden Rückstand schon das nächste Team. Norwegen 2 mit Theodor Brekken. Das Ding ist, man ist mit der Schräglage teilweise da so am Limit, weil die Ski und alles Material so greift. Und so wie er hat, das ist so ein ganz dünner Grat zwischen jetzt mal bei jedem da reinfallen und aber richtig cool umziehen. Also aber das ist natürlich auch so die Situation im Teambewerb. Einzelmedaille kann er nicht machen, da kann er jetzt wirklich nur volle Wäsche. Alles riskieren, weil. Gottes Namen, dann scheide ich aus als 13. Aber wenn mir der Traumlauf gelingt, habe ich mit der Ausgangssituation, mit der 1,5 Sekunden Rückstand vielleicht eine kleine Chance auf eine Medaille. Das stimmt, ja. Ja, und rein theoretisch sollte er ja dann im Spezialsalon auch nicht anders denken. Aber es ist halt immer dann schwerer. Ja. Es ist halt viel leichter gesagt. Da ist es wirklich insofern leicht, als dass ich mit Taktieren genau gar nichts gewinne. Genau, ja. Das, also da gibt es nur eins. Vollgas, ja. Darum kann ich mal im ersten Buch schauen, wenn viele ausschalten. Genau, Norwegen 2 im Starthaus. Tollef Haugen hat vorgelegt im Super-G mit einem 18. Platz. Und jetzt Theodor Brekken, 18 Jahre jung, war auch im Super-G dabei. 15. Platz dort sogar. Du siehst doch im Slalom ordentlich aus, oder? Absolut bis jetzt. Extreme Körperspannung sieht man da. Also er will richtig nach vorne, das siehst du richtig. Also von unten. Und sehr flink. 2,24 ist. So, jetzt Achtung! Boah, aber trotzdem, das war jetzt gewaltig gerettet, wirklich. Sehr cool. Jetzt hat er es geschafft und es gibt eine super Zeit. Theodor Brekken. 2 Sekunden Vorsprung fast für ihn. 1,98. Alter, der Medaillenkampf ist jetzt so richtig entbrannt. Jetzt hat er was vorgelegt. Ja. Das war jetzt ein gewaltiger Das war ein richtiger Superlauf. Es war richtig aktiv, richtig auf Angriff. Und da hat er sich nochmal super gerettet, da vor der Vertikale.
das war im Endeffekt eigentlich jetzt das Einzige, was da noch viel besser gegangen hat. Aber sonst war das jetzt wirklich richtig. So richtig viel verloren hat er, glaube ich, da auch nicht. Oder? Nein, auch nicht. Nein, aber hat es gut korrigieren können und hat jetzt was vorgelegt. Sein Team an der 12. Stelle gelegen zur Halbzeit. Aber es kommen jetzt noch ein paar. Bis Rang 8 sind die nächsten auf 3/10 nur beieinander vom Vorsprung aus dem Super-G. Aber jetzt kommt der Junioren-Vize-Weltmeister im Slalom vom letzten Jahr, Fabian Ax-Schwarz, der mit Emil Nüberg ein Team bildet. Also vom Namen her, von der Vita her, das vielleicht schon der beste Slalomläufer. Oh, es ist so cool, wenn er zum Beispiel gespart ist, wie bei dem Linksschwung um. Er läuft ihn so gerade auf dem Rechtsschwung hin und rettet sich da wirklich nur richtig cool um. Also. Genau beim gleichen Tor. Ja, das ist richtig Fuchs, das da, ja. Ja, wie ich ja schon einmal gesagt habe, da kommt zu Eisplatten und dem allen noch dazu, dass er einfach weghängt. Ist das dann so schwer, dass man sagt, also komm, da muss ich kurz rausnehmen, das oben habe ja, ich das rausnehmen, hier schon mitbekommen. Was ist da rausnehmen? Was der ist ein Schwung? Ja, das ist total schwer. Das Einzige, was da oft bei solchen Sachen aufgefunden ist, sie erklären da halt, wo das da ist und sagen, da muss schöner drüber sein, da ist rutschig oder da hat schon viel gehabt. Okay, schon, das sagen sie da schon, ja. Dann das Einzige, eben, was du als Athlet probieren kannst, ist, dass du echt schaust, dass du noch sauberer drüber stehst bei dem Tor. Aber ah, das ist total schwer, wenn es nur ein einziges Tor zum Beispiel ist, eben wie so, da jetzt. Da haben wir jetzt die Österreicher oben. Der Gräber Jakob links und der Bramsteller Kili rechts, genau. Mit Nummer 14 Jakob Gräber, 23 Kilian Albrecht. Die liegen auf den Rängen 3 und 5 mit ihren Teams. Also absolut chancenreich, was eine Medaille. Antoine Azolin. Da muss man dazu sagen, der war Sechster im Super-G, ist aber als Slalom-Spezialist genannt und fährt hier mit Charles Gamel Senior, der unter Anführungszeichen nur 14. war, also der eigentlich 8 Plätze hinter ihm war. Ja, es ist, du hast so einen Fehler im Slalom einfach so schnell übereinander. Vor allem, wenn du es nicht so oft trainierst zum Beispiel. Die Routine nicht so da ist. Und man muss attackieren, es nützt nichts. Ja, absolut. So, Norwegen, Schweden, Albanien, jetzt aber die USA mit ihrem Viererteam, Oliver Parasset. Kollege Finnegan Donnelly ist 13. am Vormittag gewesen. Ja, und das sieht dann schon deutlich verhalten aus, oder? Ja, einfach, es ist die letzte Spritzigkeit oder der letzte Angriff, der einem fehlt. Und das kostet auch so viel da, aber das ist das schöne Oberfahren im Slalom, da kriegt man meistens einfach brutale Brennen, weil da die unten, so wie der vorbei so gewaltig gefahren ist, der brennt, der drückt bei jedem Tor, bei jedem einzelnen Tor so extrem an und da summiert sich dann oben ganz was, wenn man einfach zu schön fährt. Und damit die Amerikaner jetzt vorläufig auf Rang 2, aber auch 1,23 hinter Norwegen zurück, Theodor Brocken mit einem fantastischen Slalomlauf und einer überlegenen Führung, Schweden jetzt an der 3. Stelle und damit gleich wieder ins Ziel. 8 sind noch oben, 8 Slalomfahrer und 2 davon aus Österreich und deren Partner stehen jetzt bei mir, Noah Geiseder und Vincent Wieser. Es steht da über diesem Bewerb Teamkombination, aber natürlich fährt jeder für sich. Wie viel Teamgefühl ist da wirklich dabei, Noah? Ich glaube, da ist schon sehr viel Teamgefüge dabei. Es zählt ja nur die Gesamtzeit. Ich habe jetzt meinen Teil hinter mir und ich muss ehrlich gestehen, ich bin jetzt aktuell, glaube ich, nervöser als wie vorher beim Start. Vincent Wieser hat heute schon eine Medaille gemacht. Die Bronzene ist schon mal fix. Wie gut sind es die beiden Slalomfahrer, die da noch oben stehen? Du, sind beide sehr ambitionierte Fahrer. Die haben echt schon sehr gute Ergebnisse erzielt in der Saison. Und ich glaube, die haben beide es zeigt dazu, dies zu gewinnen da heute. Gab es da irgendwelche Absprachen oder kann man denen von ihrer Warte aus für den Slalom eh nichts mitgeben? Nein, Absprache gibt es da
keine, weil wir sind Speedfahrer und die sind Slalomfahrer, die müssen zickzack fahren, die müssen da spritzig sein und die wissen schon, was sie da haben. Wobei das eh schon so in Richtung Slalom-Ski geht, oder? Ja. Vielleicht doch einmal probieren. Alles Gute, ich drücke die Daumen. Dankeschön. Danke, danke. Das ist eine Ansage, oder? Ja. Die haben beide das Zeug dazu, das Ganze hier zu gewinnen. Und ehrlich gesagt, jetzt muss der Vinzenz da schon wieder umeinander ziehen. Also, das ist ja wirklich eine Der wird halt echt einmal im Kopf richtig, richtig nervt nach der. Obwohl ich wollte gerade sagen, er wird ins Bett reinfallen, aber der wird wir feiern heute auch mal. Aber er hat seine Medaille, eine Speed-Medaille für Österreich, die erste geholt. Eine zweite scheint jetzt möglich. Alles andere als zum Greifen nahe. So klar muss man die Situation sehen. Da picken alle eng beieinander. Es ist kein leichter Slalom. Die Abstände sind auch nicht groß. Jetzt kommt mit Deutschland 1 und Nico Palamaras noch ein Team, das über eine Sekunde Rückstand hat. Dann beim nächsten Läufer ist es dann schon eine halbe Sekunde weniger. Der Rückstand gemessen auf die halbzeitführende Mannschaft. Ja, die ersten Teams sind da wirklich vom Super-G her richtig knapp genommen. Oh, sehr stark. Auch wieder einer, der sehr stabil fährt. Der ist da gut durchgekommen bei der heiklen Passage. Ja, kurzen Fehler, aber gleich wieder gerettet. Zu sein. Wo sind die deutschen Fans? Jetzt bitte anfeuern. Das sind die letzten Meter. Für Nico Hoppe. Und geht sich super aus. Eine Sekunde vor. Jetzt hat er nochmal aufgehört. Laufbestzeit auch für die Deutschen, für Nico Palamaras, der Louis Vogt mit an Bord hat und das Team Deutschland 1 vorläufig an die Spitze bringt. Ja, auch für den Louis war es natürlich schön. Heute noch Medaille. Ja, muss man sagen. Aber die Deutschen, die haben jetzt eben diese 1:13 noch über eine Sekunde Rückstand gehabt. Einiges, ja. Jetzt die nächste Mannschaft, das wird Finnland 1 sein mit Eduard Hallberg jetzt im Slalom, der eben mit Jaakko Tapanainen ein Team bildet. Die haben schon unter 7 Zehntelsekunden, 68 Hundertstel ganz genau. Nur der Rückstand, also eine halbe Sekunde etwa Vorsprung auf die stark fahrenden Deutschen. Auch Eduard Hallberg, heute schon im Super-G unterwegs gewesen, ne? Ziemlich gut. Nervig. Was? Ausgefallen im Super-G, aber er war unterwegs. Er war gut unterwegs, ja. Bisschen was hat er verloren, noch nicht allzu viel. War gut durchgekommen bei der rutschigen Stelle. Ah, ja. Ja, manchmal rattert der Ski ein bisschen. Das ist ein Zeichen, dass er nicht ganz trifft. Boah, jetzt. Aber er hat seinen Vorsprung wieder ausbauen können. Das war jetzt sauber. Jetzt! Oh, durchkämpft. Geht sich aus, aber keine Bestzeit für ihn. Alles sauber. Das hat gepasst. Und Eduard Hallberg mit großen Schwierigkeiten bei den allerletzten Toren bringt die finnische Einsergarnitur auf Position 2. Er schaut bis zu dem, was er da im Zielhang noch mal jetzt ein bisschen gehabt hat, war es echt eine gute Fahrt für ihn. Ja, war alles okay, aber viel länger hätte es nicht mehr gehen dürfen. So. Der hat das Ziel schon gesehen, ja. Die nächsten liegen alle schon innerhalb von einer halben Sekunde beieinander. Also die ersten 6 Teams aus dem Super-G innerhalb von ganz genau 43 Hundertstel. Deutschland an der Spitze mit einem tollen Slalom von Nico Palamaras, deutschen Juniorenmeister im Slalom. Jetzt Italien 1, Corrado Barbera. Kollege Marco Abruzzese war 7. am Vormittag. Der ist überhaupt Slalom-Spezialist, er fährt sogar wenig Riesentaler, also der ist fast nur unterwegs. 7 Zehntel, aha, schon. Drittel davon hat er schon angebaut. Reicht das aus? Das war jetzt sehr stark. Da hat er jetzt einen super Rhythmus gefunden, das sieht man direkt. Das war jetzt cool. Da war kurz einmal ein bisschen hängen geblieben, aber
oben echt coolen Rhythmus. Das ist eigentlich ausreichend, würde man meinen. 6 Zehntel. Ah, cool, ja. Das war sauber. Das war richtig cool. Und das ist die Führung für die Italiener. Corrado Barbera mit 39 Hundertstel Vorsprung. Italien ist unten. Schlechtestenfalls ein 6. Platz. 5 Teams kommen noch, 2 davon aus Österreich. Jetzt heißt es dick Daumen drücken für Österreich 2. Noah Geiseder hat am Vormittag hier einen 5. Platz hinuntergebracht. 7. war er in der Abfahrt. Hat nicht viel verloren. 28 Hundertstel nur. Also in Wirklichkeit war auch knapp dran an einer Einzelmedaille. Und das ist also eine Minimalvorgabe für seinen Kollegen, für Kilian Bramstaller, 20 Jahre alt, vom Skiclub Lienz. Daumen drücken jetzt weg. So geht schon, Kilian. Ja. Ist jetzt cool für einmal richtig umdrücken und das kann man. Absolut gut. Oh, grenzwertig weit hinten, gerade bei den oberen Tore. Gesäß. Schon ganz ein bisschen verloren, aber jetzt findet er gut rein. Jetzt ist es besser. Jetzt ist auch ein bisschen mit der Position aufgekommen. Ja. Ja, sind schon 6 Zehntel. Heute hat es ein paar Rechtsschwinger dabei gehabt, die er extrem rund gefahren ist. Also da hat er nicht mehr so brutal von hinten so, das hätte wahrscheinlich nicht sein. Kilian Bramstaller fällt da zurück auf Rang 4. Und damit für die Garnitur Österreich 2 keine Medaille hier. Ja, ist schade. Er ist fast ein bisschen zu sauber gefahren. Weil er hat echt teilweise Richtung gemacht, wo er nicht so viel gebraucht hat. Da hat er zu viel investiert oder so brutal von hoch umgefahren. Vor allem Rechtsschwinger, das war. Was ein bisschen von Anfang an. Aber immerhin, ja, dann aber ist trotzdem hier durch. 4. Platz. 4 Teams kommen noch. Also, das gibt auf alle Fälle ein einstelliges Ergebnis. Das ist er, Jakob Gräber. Unsere letzte Hoffnung. Er kann eine Medaille machen mit Vincent Wieser, aber wir haben schon ein paar richtig gute Slalomläufe jetzt gesehen. Also da darf gar nichts passieren, da musst du voll attackieren. Voll attackieren, ja, das stimmt. Auch Andreas Oskar Sandvik war für Norwegen 1 im Super-G schon im Einsatz, dort gestürzt. Aber sein Kollege Simen Selek an der 4. Stelle hat ihm ein bisschen was an Vorsprung mitgeben können. War noch gut gerettet. Auch recht grenzwertig hinten unten teilweise, ja. Der Host hat viel mehr zum Kämpfen. Das ist, wenn du nicht ganz in der Mittellag bist, dann musst du immer kämpfen, das Viere kämpfen, wieder raufkämpfen. 4 Zehntel und dann ist er vorbei. Es hat immer schon hier ein bisschen ausfallgefährdet ausgesehen, was der Kollege gemacht hat. Nicht ganz Oskar zu 100% stabil einfach, aber ja. Und dann ist er draußen und keine Medaille für die Norweger hier. Das Ding ist, wenn es dir ein bisschen hinten drückt, dann bist du auch nicht mehr so, du kannst auf die Fehler nicht mehr so schnell reagieren, weil es eben weißt du im Gesäß zu weit hinten absitzt. Du bist viel schnellkräftiger, wenn du ein bisschen weiter in der Mitte bist. So, jetzt drücken die Metzi die Daumen für Jakob Gräber. Der Papa war ein großer Abfahrtsspezialist. Der Sonnemann ist Wieselflink durch den die rechte, Stangenwald. Die rechte, die wir da gesehen haben, war die grüne Therese. Die war jetzt gerade eine richtig schlimme Verletzung gehabt. Die war jetzt ein Jahr außer Gefecht. Und fahren gerade in St. Christoph am Arlberg oben wieder und das Skifahren. Ah, ja. Sehr schön. Das ist im ÖSV so, wenn du von einer längeren Verletzung zurückkommst, dann kann man immer nach St. Christoph kommen für Techniktraining, fürs wieder reinfinden und so. Also das ist wirklich cool. Das ist eine coole Möglichkeit. Ja. Genau, ja. Am Arlberg. Jakob Gräber vom Skiverein Mellau. So, was hat er? 32 Hundertstel vor. Sehr skifahrerisch, eine Augenweide wirklich, immer schon gewesen, der Jakob, auch im Riesentaler. Und fängt einmal richtig cool an. Den hat er auch nur 700 liegen lassen. Jetzt muss er ihn gelassen, ja. Nicht zu viel erhalten. Ja. 25 bis auf eine Hundertstel jetzt beieinander mit den Italienern.
Es ist Sache. Es wird knapp. 30, 36, 7, nein, 38, 35, Rang 3. 200stel noch hinter den Deutschen zurück. Jakob Gräber, hier könnte es eng werden. Noch wieder Österreich mit Vincent Wieser auf dem Stockerl, aber es will nicht sein. Es gibt hier nichts entspannt. Es gibt keine Klarheit für Kollegen Wieser. Nein, das will nicht sein, anscheinend. Das Match erledigt ist. Der Winnie muss zittern. Ja, aber man muss sagen, der Corrado Barbera, der da jetzt den Slalom gefahren ist, der hat ihn so brutal overdruckt, der hat es einfach. Das war richtig stark, ja. Also da war kein Millimeter, gell, der da irgendwie zu viel oder zu umgefahren war. Und der Jakob ist jetzt einen super Slalom gefahren, aber der Italiener hat einfach um die Spuren noch mehr riskiert und noch mehr andruckt. Es war auch der Lauf von Palamaras vom Deutschen wirklich stark, ja. Muss man sagen. Das waren zwei fantastische Läufe. Und damit sind auch die Schweizer jetzt gefordert. Die wissen auch ganz genau, Gino Stuckli und dann Sandro Zurbrück, dass die hier das letzte Hemd geben müssen, wenn sie den Medaillenlauf ihrer Mannschaft prolongieren wollen. Gino Stuckli verwaltet Platz 2 von Lenz Hechler. 14. Vorsprung, sieht vorsichtiger aus, hat schon einiges verloren. Da oben im Vergleich jetzt natürlich zum Jakob Gräber, wo ihr gerade gesagt habt, der technisch so fein fährt, sieht man bei ihm jetzt zum Beispiel, dass er die Hüften nicht so schön einbringt. Teilweise ein bisschen Mitrad und so. Und das ist jetzt natürlich. Schau, schon zurück. Costa in dem Fall, ja. Oh, boah. Da kämpft er, dass er drin bleibt. Ja, das. Und 38, 42, paar Hundertstel hinter Gräber zurück. Stucki 700stel zurück und damit vor der letzten Paarung. Bevor Schweiz 4 kommt, sind die Österreicher auf dem Podest. Das ist jetzt nochmal richtig spannend, war. Also heute ist ein sehr nervenaufreibender Tag für uns Österreicher, muss man echt sagen. Vor allem für den Winnie. Wahnsinn. Und die Abstände sind hier wirklich sehr, sehr gering. Das war Gino Stucki, der nächste Sandro Zurbrück. Der hat eben hier Minimalvorsprung auf Corrado Barbera, 43 Hundertstel. Auf Gräber waren es 11 Hundertstel. Und ich kann es noch einmal sagen, ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Dieser Sandro Zurbrück fährt alles eigentlich nur kein Slalom nicht. Ja, das ist interessant. Ja. Mal werden wir sehen. Wäre das jetzt meistert? Vielleicht hat er heimlich trainiert. Ja, eben. Wer weiß. Der Winnie, ja. Huckt er da und zittert schon wieder. Na gut, mittlerweile schon fast routiniert. Ja, jetzt wäre das dann schon langsam gewinnt werden, ja. So, letzter Läufer hier, Sandro Zurbrück. Ja, so schlecht fängt er nicht an. Er hat auch schon was verloren, wackelt da. Hand recht tief unten, ist interessant. Aber und das war ein Einfädler, weg. Wir haben eine Medaille. Die Schweizer sind draußen mit ihrer vierten Mannschaft. Die goldene geht an Italien, Silber Deutschland und Bronze geht hier an Österreich, an die Partie Vinzenz Wieser und Jakob Gräber. Ja. Kompliment, Gratulation. Wahnsinn, gratuliere, ja. Wenn ich zwei Medaillen hätte. Das ist einmal ein Tag, okay, Wahnsinn. Das ist eine Ansage. Aber echt cool, ja. Die beiden führenden Schweizer Teams haben das nicht heruntergebracht. Hat sich zwar nicht so schlecht angestellt, dieser Sandro Zurbrück, aber es war auch nicht ganz so Slalom-like wie mein Andre, oder? Nein, aber er ist jetzt, also er schaut jetzt nicht aus, wie man nie Slalom fährt. Aber natürlich im Vergleich jetzt zu einem Jakob Gräber oder so, die nur Slalom dann in die Druckhunden unterstoben. Ja, es ist. Ja. Für ihn hat es gereicht. Ja. Ist schon cool, so ein Teambewerb, wo ich, also ich finde. Ja, das hat was. Also das hat sehr interessante Geschichten. Nicht nur, dass es ein bisschen ein Happy Hand auch für Rot-Weiß-Rot hat. Der beste Mann hier im Slalom war Corrado Barbera, der Italien 1 von Rang 6 aus zu Gold geführt hat. Dann ebenso stark Nico Palamaras, der Deutsche, der Luis Vogt mitgezogen hat von 8 auf Silber. Und schließlich war es Jakob Gräber, der den dritten Platz von Vinzenz Wieser verteidigt hat. Genau, ja. Und von den Zeitrückständen her ist es in etwa das Gleiche. Vinzenz Wieser hatte nämlich 200stel Vorsprung auf den vierten. Und genau diese
200, nein, das ist ein 200stel hinter dem zweiten. Ja. Er hat 700stel auf Rang 4 verteidigt. Also enge Geschichte, das hat was, die Besten sind da am Werk. Und es hat auch so ein bisschen ein taktisches Element. Wen setze ich da dazu? Hätten die Schweizer vielleicht noch einen besseren Slalomläufer gehabt? Es ist schwierig, ja. Es ist auch für die Trainer natürlich schwer. Wen setzt zum, wegen der Ausfallsquote, wer fliegt aus? Das ist total schwer, das ist, glaube ich, als Trainer aufzustellen. Das macht ja dann hier wirklich einen ordentlichen Reiz aus. Das ist eine schöne Geschichte. Und aber kann man jetzt schon sagen, ich sage das auch, wenn es hier nicht gereicht hätte für eine Medaille für uns. Das ist schon ein spannendes Element hier. Absolut, ja. Und eben, auch wie es die anderen schon gesagt haben, es ist irgendwie cool, einmal einen Teambewerb aus Techniker und Speedler haben. Irgendwie, das ist total eine coole Kombination irgendwie. Wenn man sich so ein bisschen durchüberlegt für den Weltcup, da haben wir ja dann, was weiß ich, im Super-G, da kommen die besten 10, 15, die sind eng beieinander. Und dann kommt noch im Slalom, das ist noch enger. Das ist noch spannender, also, weil die Zeitabstände natürlich noch viel enger und viel besser sind. Es war ja, war richtig spannend. Das hat was, das hat absolut was. Und man hat dann auch so einen richtig happigen Anteil am Erfolg, oder? Wir haben schon gehabt, dieser Teambewerb. Ja, genau, ja. Hat noch ein paar Tücken. Ja. Ich meine, es ist schon auch der Teambewerb hat was. Es ist total cool, weil es dort mehr bist, aber es ist, ja, es ist das System immer ein bisschen. Man denkt sich immer, es ist irgendwas noch ausperfekt. Irgendwas fehlt noch irgendwie so. Ein Parallelbewerb hat schon auch was. Das ist schon das direkte Match, das hat was. Ja, schon. Und es ist nur die Geschichte, wenn ich dann quasi der Ersatzfahrer bin. Ja, das ist sagen, total schwierig. F-führender Ersatzfahrer ist fast am blödesten. Er wüsste ja dann auch nicht geehrt werden für eigentlich eine Leistung. Ja, für so kleine Teams ist es beim Fußball natürlich das Gleiche. In die Argentinier haben auch 26 Mann hoch im Kader sich den Goldene abgeholt. Ja, es ist schwer. Einige aber davon nur einen kleinen sozusagen Match-Einsatz gehabt. Ja, aber wunderbar, da wird jetzt noch groß gefeiert unten und das ist natürlich immer das besonders Schöne an diesen Teambewerben auch, oder? Dass dann gleich, das Teamgefüge, ja. Richtig. Vor allem, eben wie ich schon gesagt habe, wir sind das nicht gewohnt. Zu 99% werden wir das ganze Jahr nur für unser Leim, was im Sinne des Wortes, das Rennen fahren und wo man dann wirklich einmal abhängig von den anderen ist, so wie der Windi jetzt am Jakob, das ist dann nochmal ganz was anderes. Ja, hat was. Ja. Ist schon cool. Schweißt da zusammen im Team selber. Das kann sich absolut hier sehen lassen. Ja, Nela, für dich war es auch mal eine interessante Geschichte. Jetzt weißt du mal, was der Papa wirklich zum Hackeln hat, oder? Ja. Kann man sich so ganz anders austauschen dann, oder? Aber stimmt, ja. Genau. Du hast gesagt, stimmt gar nicht. Jetzt darf er mal offiziell einmal dagegen reden, und er vom Fernseher gescheit wird. So, Italien 1 holt hier Gold in der Besetzung Corrado Barbera und Marco Abruzzese vor dem deutschen Team, vor Deutschland 1 mit Nico Palamaras und Speed-Spezialist Luis Vogt. Und die Bronzemedaille geht an Jakob Greber und Vincent Wieser, der am Vormittag schon Bronze auch im Super-G geholt hat. Sehr, sehr erfolgreiche Angelegenheit. Die Schweizer dann mit Gino Stucki, Schweizer dann an der vierten Stelle. Die Finnen sind Fünfte geworden und die zweite österreichische Mannschaft mit Kilian Bramstaller und Noah Geiseder immerhin noch an der sechsten Stelle und damit jetzt hinunter zu Luki Schalkofer. Und zu den beiden Medaillengewinnerinnen. Gewinnern Bronze ist es geworden für Jakob Greber und die zweite Medaille heute, die zweite in Bronze für Vincent Wieser. Starten wir mit Ihnen, Jakob, was ist das oben für ein Gefühl zu wissen, da erwartet unten einer was von einem? Ja, so liegt es nicht. Es ist einfach nicht so ohne eigentlich. Also man ist schon relativ nervös, aber man darf es eh nicht nervös machen. Da. Es ist heute ein ganzer Tag zum Zittern eigentlich für Sie. Zuerst der Super-G auf Platz Nummer 3, wo man bis Start Nummer 70, 72 warten muss. Jetzt auch wieder bis zum letzten. Aber ist jetzt schon langsam ein bisschen Entspannung angekommen in Ihnen? Ja, gerade nach dem Tag bringt mich nichts mehr aus der Fassung. Das war echt der Wahnsinn. Jakob hat einen super Job gemacht, echt richtig gut gefahren, keinen Fehler gemacht, echt solide runtergebracht. Und dann hat es noch mehr Zittern geheißen und das Glück war halt auf unserer Seite.
Und jetzt heute am Abend, 18.30 Uhr Siegerehrung und eine halbe Stunde, Stunde später werden zwei Bronzemedaillen um ihren Hals baumeln. Ja, ist ein Wahnsinn, mit einmal runterfahren, zwei Medaillen machen. Ich glaube, das haben noch nicht viele geschafft. Aber ja, unglaublich. Ja, das hat eben diese neue Teamkombination mit sich gebracht. Auch an Sie die Frage, ist das für Sie ein Format, das irgendwie für den Sportler jetzt auch Spannung mit sich bringt? Wie schätzen Sie es ein? Ja, auf jeden Fall. Also spannend ist, das hat man gesehen. Ich bin überzeugt, dass man es machen kann. Mal schauen, ob es denn passiert, aber ich fände es geil. Weil die Teams sind ja gestern schon festgestanden. Haben Sie jetzt zum Beispiel beim Super-G heute ein bisschen genauer mitgeschaut, was der Kollege macht? Ja, er hat es ganz brutal spannend gemacht. Nervenkitzel pur, aber passt schon. Also ein bisschen genauer hat man geschaut und passt. Ich nehme an, wir werden Sie noch sehen beim einen oder anderen Event hier? Ja, ich bin beim Slalom dabei am Mittwoch und mal schauen. Alles Gute und Gratulation zu dieser Bronzemedaille. Viel Spaß. Danke. In Kürze geht's hier die ersten Blumen, eine Flower Ceremony. Genießen Sie es. Danke. So, dann sind wir da wieder dran. Nella, hat Spaß gemacht. Es hat sehr Spaß gemacht. Wunderbar. Ja. Danke, dass ihr da sein habt dürfen. Ja. Du bist so wie manch andere jetzt auch, die heute noch hier sind, mal schauen dann, wie es in Kitzbühel läuft. Ja, das klingt jetzt super am cool. Am Ende der Fahnenstange aussehen könnte. Zu meiner Verteidigung, ich bin das erste Mal in Kitzbühel zuschauen. Ja, also. Sechs ist da. Muss man gesehen haben. Schon sehr, ja. Muss man gesehen haben. Ja, wunderbar. Dann sage ich Dankeschön. Sag danke. Bis irgendwann vielleicht hier wieder bis mal. Bis irgendwann. Ja, ich wünsche dir was. Passt gut. Danke. So, lala. Dann haben wir hier noch... vielleicht die Hinweise auf morgen geht es dann schon los wieder mit Einzelbewerben, nämlich die Riesentorläufe stehen als nächstes auf dem Programm. Morgen sind die Damen an der Reihe und übermorgen dann die Herren. Am Montag gibt es, wie gesagt, den kurzen Wechsel hinüber über Nalberg. In Zürs wird dort der Parallel-Teambewerb gefahren auf der Weltcup-Strecke in Zürs. Und dann zum Abschluss wieder hier in St. Anton am Dienstag und Mittwoch die Spezialslaloms für die Mädchen zuerst und dann für die Burschen. Da werden wir eben Jakob Gräber wiedersehen. Also ein bisschen eng, wie es zuletzt war. So eng war es heute zugunsten der Österreicher gestern eben gegen uns. Aber hier hat alles geklappt. Ich sage danke für heute und gebe hinunter noch einmal zum Lucky. Danke Thomas und auch danke Nella fürs durch den Tag begleiten vier Disziplinen. Und wenn wir jetzt einen Schnitt machen, dann haben wir zwar erst Tag 2, aber rein nach Medaillenentscheidungen schon 6 Medaillenentscheidungen von insgesamt 11, also schon eine Halbzeit geschafft. Halbzeitsbilanz. Jürgen Griechbaum, danke fürs schnelle Runterkommen. Bevor wir über die Rennen von gestern und heute Vormittag sprechen, noch über dieses Format. Die Sportler, Sportlerinnen, die waren eigentlich begeistert. Was sagen Sie? Naja, ich finde das eigentlich auch ziemlich cool, weil auch beim Slalom jetzt zum Schluss bis zu den letzten Läufern war eigentlich ein sehr, sehr hohes Niveau und es ist extrem spannend, das muss man sagen. Es ist natürlich für die Slalomfahrer dann im Team eine große, auch nervliche Belastung und das hat man auch gesehen, aber es schaut aus, als wenn das so recht cool wäre. Wie fällt denn für den Rennsportleiter Nachwuchs, so wie Ihre Funktion genau heißt, jetzt die Bilanz aus? Ich habe es kurz rausgeschrieben. Damenabfahrt ein 7. Platz, Damen Super-G ein 12. Platz, Damen Downhill, nämlich Abfahrt der Herren, ein 4. Platz durch Vincent Wieser. Heute ein starker 3. Platz im Super-G, jetzt ein 3. Platz bei den Herren. Bei den Damen ist es ein 9. Platz in der Teamkombination gewesen. Das wären mal die besten Platzierungen in diesen 6 Bewerben. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Ja, ich habe von Haus aus gewusst, dass es bei den Damen wirklich schwierig sein wird. Mit der Bürgler Vicky hätte man eine auf der Abfahrt gehabt, die wirklich schnell war. Es hat es dann am Lauf nicht ganz runtergebracht und da wäre eine Medaille durchaus möglich gewesen. Und bei den Burschen haben wir doch ein starkes Speed-Team, wo es dann vielleicht noch ganz vorne noch ein bisschen Arbeit ist. Aber trotzdem, der Visavini hat das super gemacht, gestern das 100. Pech. Heute hat er das super geschafft, einen guten Schlussteil gemacht und insofern auch der Geiseder Noah ist stark gefahren heute
Und die internationale Konkurrenz ist stark, das muss man einfach sagen. Und das sind wirklich viele Nationen, die sehr, sehr gut sind, sehr, sehr gut arbeiten. Sei es die Italiener, sei es die Franzosen, sei es die Schweizer, Norweger und so weiter. Also es gibt da viele Starke und es ist gar nicht so einfach, dass man da ganz vorne ist. Seit dieser Saison wird eigentlich viel darüber diskutiert, dass von unten wenig nachkommt. Hat der ÖSV ein Nachwuchsproblem? Naja, wir haben natürlich auch mal genau geschaut, was da dahinter liegt. Nicht? Und der Talentepool, der ist bei uns da, aber nicht so groß wie beispielsweise bei den Italienern. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir einfach kontinuierlich arbeiten und über die ganzen Altersstufen hinweg. Und klar gibt es immer wieder irgendwo Dinge, wo man vielleicht ein bisschen korrigieren muss. Und das müssen wir uns halt anschauen. Kurzer Ausblick noch, was ist drinnen in den Technikbewerben, die noch kommen? Naja, man hat auch hier gesehen im Slalom, dass also viele Starke am Start sind und wir sind da in einer Außenseiterposition, aber ich denke, da kann man auch aus der Position gut angreifen und vielleicht ist die eine oder andere Medaille drinnen. Vielen Dank, Jürgen, fürs Gespräch und gutes Gelingen noch für die nächsten Bewerbe. Ja, Tag 2 ist in the books, wie es im Rennenglisch heißt, dieser Junioren-Ski-Weltmeisterschaften. Morgen geht es weiter mit dem ersten Technikbewerb. Riesentorlauf der Damen steht auf dem Programm. Wir melden uns um 9.20 Uhr hier in ORF Sport Plus. Heute Abend um 17 Uhr wartet auch noch ein Schmankerl für den Skisportfan. Und zwar übertragen wir ab 17 Uhr live aus Kitzbühel die Mannschaftsführersitzung vor der zweiten Abfahrt morgen. Und mit diesen Klängen im Hintergrund. Die Flower Ceremony beginnt in Kürze. Darf ich mich für heute verabschieden? Morgen 9.20 Uhr. Schöne Grüße vom Arlberg.